Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 7 von Shapes.io. Ja, hier unten laufen die Teile rein, aber beim Kontrollieren letztes Mal habe ich gesehen, dass es irgendwo eine Verbindung fehlt und das ist da. Das heißt, hier muss noch Laufband hin und da rein. So, und jetzt flitzen da noch mehr rein und jetzt sollten hier die Lücken noch gleich weniger werden, oder? Ja, das passt erstmal. So, was passiert hier? Hier werden Sterne runtergenommen, oder wie sehe ich das? Ach, das läuft ins Nirvana. Das bedeutet, das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Dieses hier ist über. Wir wollten gelbe Kreise mit roten Sternen machen, ne? Also die Sterne sind schon mal hier. Rot ist auch hier. Wäre also hier möglich. Hier, das Band ist ja auch relativ voll, ne? Würde ich jetzt sagen, könnte man die Sterne hier rausnehmen, oder? Und die roten Sachen hier wegholen. Lass uns mal checken. Ach so, ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns aber erst das Intro an und dann schauen wir weiter, ne? Bis gleich. Dann wollen wir mal gucken. Dann machen wir hier zwei Ausgänge, da zwei Ausgänge. Dann machen wir hier den hin. So, und da machen wir den gleichen auch nochmal hin. Ich hätte mal Shift-Taste halten drücken sollen, ne? So, ach, das hat gut geklappt, ne? So wollte ich das. Okay, das funktioniert hier sowieso nicht. Das war eine doofe Idee. Und hoffentlich blockiert er uns das nicht. Dann schmeiße ich den weg und den schmeiße ich mal lieber auch weg. Okay, der läuft da jetzt rein? Oder auch nicht, ne? Das war nämlich wahrscheinlich das Problem, was wir jetzt hatten, dass der Rote hier drin sitzt, der da gar nicht hingehört. Ich hoffe, er geht jetzt weiter wieder. Ja, jetzt geht er wieder. Okay. Das bedeutet, wir machen das hier mal so. Nee, ich sehe gerade, das funktioniert so nicht. Dann mache es so. Wir müssen Tunnel bauen. Machen wir von da nach da. Von da nach da. Machen den dahin und den auch dahin. Und den dahin. Machen dort wieder eine Zusammenführung und haben jetzt das Passende da rausgeholt. Nee, das machen wir nicht so. Jetzt doch, den brauchen wir jetzt hier, um da die wegzuholen. Holen das hier her. Malen hier bunt an, ne? Farbe muss von da kommen, das bedeutet, ich brauche den anderen, oder? Farbband dahin, dahin. So, das ist unser Stern, der jetzt schon mal rot ist. Jetzt brauchen wir noch den gelben Kreis, ne? Der gelbe Kreis. Wo kriegen wir denn gelb weg? Gibt es gelb hier? Gelb ist. Welche Farbe ist denn gelb? Also ein Kreis ist schon mal hier, das ist schon mal gut. Aber was mische ich, um gelb zu kriegen? Grün und... Ja, grün und rot ergibt gelb. Das bedeutet, wir drehen den mal in die Richtung, genau.
Holen die da alle weg. Das geht noch da. Der kommt noch da. Und da oben brauchen wir einen Farbmischer. Vielleicht war das hier doof, das so zu bauen. Mach das mal besser hier hin, ne? Mach mal so. Mach mal so. Dreh den mal. Noch einen weiter, genau. So. So, der ist schon mal dafür passend. Dafür drehen wir den noch mal ein. Den schließen wir da an. Der kommt dann da lang. Und der kommt da lang. Dann kommt er da raus. Es wird gelb. Farbe ist so rum richtig, ne? Ja, machen wir es erstmal so. So. Dann kommen wir den gelben da raus. Wo ist der rote? Der ist da, der Stern. Ja, dann, wo ist dieser Kombinierer? Das ist der. Den bauen wir mal hier so hin. Flitzen mit dem da einfach dahin und kommen von dem da oben dann da runter. Da brauchen wir einen Tunnel. Dann passt's. Und jetzt sollten da unten die passenden Sternchen rauskommen, oder? Und das hier kannst du erstmal wegreißen. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Das ist. Aber den können wir ja nutzen, indem wir. Oh, ich glaube. Das sieht anders aus wie das, was wir wollten, oder? Wie muss denn das aussehen? Umgekehrt, ne? Das bedeutet, wir machen das mal weg hier. Mach den mal auch weg. Wenn es denn so richtig ist, das weiß ich noch nicht. Und den machen wir mal da weg. Ich weiß nicht, ob es so richtig ist, was ich jetzt bastel, aber nochmal das Ganze und schauen, was rauskommt, ne? Ne, die sehen nicht so aus. Ich glaube, die habe ich falsch gebaut. Ich dachte, wenn ich das umtausche, ist das richtig, aber dem ist wohl nicht so. So, naja, den können wir jetzt da lassen, ne? Staple beide Formen. Wenn die beide nicht vereint werden können, wird die rechte Form auf die linke Form gestapelt. Ach doch, ist ja doch richtig. Doch, dann sehen die doch so aus, ne? Jo. Dann sehen die so aus. Dann haben wir es doch richtig gemacht. So, jetzt müssen wir noch den hier. Ne. Da dran machen, ne? Jetzt laufen die da rein. So, hier die 1000 haben wir gleich tatsächlich voll. Das ist ja cool. Dann passt das. Die anderen kommen jetzt hier auch rein. Diese hier sind natürlich über. Die braucht man eigentlich gar nicht. Und jetzt müsste hier die eine Zahl hier absteigen. Da steigt sie, genau. Das ist also richtig.
Ja. Das ist soweit passend. Ja, jetzt müssen wir die 20 mal abwarten und gucken, was dann da rauskommt. Achte noch. Zwei noch, einer, da war er. Du hast den Kettenextraktor freigeschaltet. Er kann seine Ressourcen an andere Extraktoren weitergeben. PS, der alte Extraktor wurde jetzt in deinen Symbolleiste ersetzt. Ach so, das heißt, die können jetzt hintereinander stehen. Sehr schön. Also dieser hier ist das jetzt, wo ich hier so komische Gebilde mit Tunneln und sowas gemacht habe. Die fördern jetzt ineinander. Das ist sehr schön. So, okay. Dann haben wir das. Jetzt bedeutet das wieder hier ausbauen, ne? Tja. Also da kann ich ja so einbauen, ne? Und dann muss da so ein Roller hin. Und zwar hier. Das würde passend sein. Vielleicht einen mehr nach da. Und der nächste wäre dann hier. Dann würde ich sagen, kommt hier schon wieder einer. Kannst du auch so machen, ne? So, passt's da. Hier kommt jetzt der darüber. Der geht noch da. Und der geht auch noch da. Der wird da angeschlossen. Der wird da angeschlossen. Der kommt dahin. Dann ist das wieder vereint. Wenn ich jetzt hier gucke. Ja, das habe ich jetzt dann. Ist, naja, so sinnig ist das jetzt nicht gewesen, was wir da gebaut haben. Aber jetzt funktioniert es erstmal wieder, oder? Und jetzt sollten ein paar mehr da durchkommen. Ja, die stapeln sich allerdings hier. Nee, doch nicht. Die werden da reingebaut. Das passt dann erstmal. Also hier haben wir mehr gemacht, aber hier sind tatsächlich schon genug Kreise da. Das würde bedeuten, dass wir hier von diesem Ding da noch einen bauen müssen. Wie kriege ich das weg? Wahrscheinlich gar nicht da. Den machen wir dahin. Und noch einen dahin. Wir müssten jetzt ja. Drehen wir um. Nehmen wir da raus. Und nehmen wir da raus. Der geht dahin. Der geht dahin. Der geht dahin. Und dieses hier müssen wir umbauen. Nee, Förderband war schon richtig, aber Shift-Taste nehmen wir mal. Würde tatsächlich so funktionieren. Tunnel geht dahin. Und Tunnel geht dahin. Ein Teiler geht hierhin. Der geht dahin. Der geht dahin.
Der geht dahin. Der kommt dahin. Geht dahin. Der kommt dahin. Ja, hätte ich vielleicht Shift-Taste drücken müssen, ne? Der geht dahin. Der kommt dahin. Hier kommt kein roter an. Warum nicht? Weil hier falsch angeschlossen ist. So, jetzt geht's. Jetzt haben wir das besser gemacht, oder? So, gelbe sind hier oben zu wenig. Das heißt, rot ist gut, aber gelb ist nicht gut. Das heißt, wir müssen hier noch gelbe weitermachen. Nochmal hier einen zweiten Farbgeber machen. Mhm. Ja. Der musste dahin. Und der Anstreicher, nee, der Anstreicher müsste dann hier hin. Ist das so rum? Ja. Mach den mal dahin. Den dahin. Der passt dann. Und hier müssen wir jetzt einen Tunnel haben. Der allerdings. Nee, das war falsch. Tunnel nochmal. Ich habe falsche Taste erwischt. Der nochmal da drunter hergeht. Und dahin geht. Und dahin geht. Und. Der muss jetzt noch da hinten. Und der geht dahin. Ja, passt erstmal, ne? Jetzt machen wir da auch ein paar mehr. Sollte erstmal wieder funktionieren, sollte besser werden, oder? Hier ist wieder viel zu klein, klein gebaut, ne? Da können wir nämlich wieder hier keine grünen und keine blauen abfetschen, um dann hier gelbe zu machen. Das war jetzt nicht so das Dolle. Hm. Das würde bedeuten, wir machen hier noch einen raus. Ja, ob das jetzt wieder Sinn macht, was ich da bastel, ne? Mach's erstmal. Der geht da lang. Und ein höher, der geht da lang. Der geht gedreht dahin. Und der geht dahin mit dem Tunnel da drunter her. Und kommt dann hier dran, ne? Dann haben wir ein paar mehr, ne? Okay. Ist nichts Dolles, was wir da wieder gebaut haben, aber es geht erstmal voran. Rote. Ja, rote sind genug da. 1, 2, 3 rote sind da, aber gelbe sind nicht genug da. Das ist nur 1, 2. Das heißt, wir müssen hier auch noch einen mehr machen, ne? Das müssen wir hier mal gerade umgestalten, vielleicht. So. Und dann können wir da vielleicht auch noch. Das gelbe da durchholen. Nee, das funktioniert so nicht. Der würde da nur hingehen. Das heißt, das ist zu knapp. Da kriege ich nicht raus. Das heißt, dieses Ding habe ich hier verbaut. Sei mal gerade. Okay. Das ist weg. Das ist richtig. Das ist richtig. So, die gelben kommen hier hin. Der
kommt da hin. Wir nehmen den da raus. Geht bis dahin. Ne, der Malermeister ist das hier. So. Der kommt da dran, der geht da weg. So. Drehen. Passt. Haben wir da auch drei hingekriegt. Okay, dann haben wir das ein bisschen besser gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt mit den gelben auch, dass das ein bisschen mehr wird. Müssen wir uns aber in der nächsten Folge nochmal angucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.